In letzter Zeit ist so einiges passiert in der Welt der MMOs. Man könnte auch sagen, es herrscht riesiges Chaos. Wobei man auch dazu sagen muss, nicht bei allen herrscht Chaos, denn viele verbreiten immer noch diese "Jetzt gibt es was Neues" Stimmung. Und in mancher Hinsicht stimmt das ja sogar. Bei The Elder Scrolls Online ist das eher so ein Mittelding. Die haben nämlich die Umstellung auf Buy-to-Play mit dem Itemshop verkündet. Sony Online Entertainment dagegen wurde aufgekauft, umbenannt und dann das Team kräftig aussortiert. Und Guild Wars 2 als positives Beispiel am Ende kündigt auch noch die erste Erweiterung Heart of Thorns an, nach 3 Jahren. Grund genug mal drüber zu reden. Und am Ende gibt es auch noch eine kleine Ankündigung. Naja, 2015 ist halt ein Jahr der Rückkehr. Bei The Elder Scrolls Online wurde natürlich die Buy-to-Play-Umstellung mit dem Rebranding zu Tamriel Unlimited angekündigt. Darüber habe ich allerdings auch schon in aller Ausführlichkeit gesprochen in mittlerweile 2 Videos. Eins fast eine halbe Stunde lang und eins in der etwas kürzeren Fassung irgendwie 6, 7, 8, 7 Minuten lang. Ihr könnt es auf jeden Fall sehen. Ich habe hier bestimmt irgendwelche Links ins Video gepackt, ansonsten stehen die auch in der Videobeschreibung. Da findet ihr das schon, wenn ihr dazu detaillierte Informationen haben wollt. Seitdem gab es aber auch noch ein paar andere kleine Dinge, die ich hier erwähnen möchte. Nämlich, dass unter anderem Update 6 jetzt auf den Patch-Servern aufgespielt wurde. Darin waren unter anderem der Itemshop enthalten und, naja, auch Kronenshop genannt. Und da kann man ihn jetzt testen, mit den aktuellen Preisen, wie er so aussieht und was sonst noch so alles Schönes da ist. Das Justizsystem kann man testen. Naja, und ganz viele andere Sachen. Ich habe da nicht so den ganz genauen Überblick, da ich leider keinen eigenen Zugang zum Testserver habe, da ich aktuell auch kein Abo habe. Und daher kann ich mir die Dinge halt noch nicht selbst ansehen. Ich muss also warten, bis der Patch dann raus ist und das Spiel sich auf Buy-to-Play umgestellt hat am 17. März. Auf jeden Fall wurde gesagt, dass das Update 6 noch im Februar erscheinen soll und wenn ihr Glück habt, ist es schon so, wenn dieses Video draußen ist. Ich gehe aber davon aus, dass es wahrscheinlich erst eine Woche später rauskommen wird, also Ende des Monats. Sind ja immer noch 2 Wochen bis zur Buy-to-Play-Umstellung, das sollte eigentlich reichen für die meisten Leute. Ansonsten gab es natürlich auch noch Infos zu Loyalitätsbelohnungen, wie zum Beispiel diese interessante Maske hier und auch noch ein paar Informationen über die Konsolenversion. Hier könnt ihr beispielsweise das Schema für die Tastenbelegung beim Controller sehen, wobei man natürlich ehrlicherweise sagen muss, Teso hat sich irgendwie schon immer angefühlt, als wäre es für die Konsolen mitentwickelt worden. Da sieht man ja alleine schon am Interface und an der Art, wie die ganzen Menüs funktionieren. Das passt einfach sehr gut mit einem Controller zusammen. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das dann funktioniert, denn ich habe durchaus vor, das auch am Computer mal zu testen, wenn ich einen passenden Controller finde, der mit dem Spiel funktioniert. Aber das sind alles noch Themen für die Zukunft. Dagegen gibt es aktuelle Nachrichten bei EverQuest Next. Die Entwicklerfirma Sony Online Entertainment wurde nämlich von Columbus Nova, einer Investmentfirma, aufgekauft und nun umbenannt zu Daybreak Game Company. Ein Name, der sich übrigens sehr schlecht aussprechen lässt, ne? Also da hätte man einen besseren finden können. Aber man hat wahrscheinlich keine Leute mehr dafür gehabt, um einen vernünftigen Namen zu finden. Nur um mal einen kleinen, sehr schlechten Seitenhieb zu landen. Der Aufschrei war natürlich wieder mal riesengroß, wie das bei solchen Geschichten immer der Fall ist. Und ja, es könnte richtig schlimme Dinge bedeuten. Aber wenn man sich mal alles ganz normal anguckt und ruhig und sachlich, dann ist eine Investmentfirma nichts anderes als eine Firma, die Geld verdienen will. Profit machen sozusagen. Das ist jetzt auch nicht so das allerschlechteste Firmenmotto, würde ich sagen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, was hat Sony denn anderes gemacht? Man erinnere sich nur mal kurz an das Debakel mit dem Early Access Start von H1Z1. Da war ja auch irgendwas mit Pay to Win und wir wollen Geld für alles Mögliche haben und naja, da möchte ich gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Die entwickeln das Spiel ja rasend schnell weiter, also die haben durchaus auch mal ein bisschen positive Nachrichten verdient. Dann kam aber die nächste Nachricht, und zwar, dass nicht nur eine, sondern gleich, 6 Leute entlassen wurden aus dem Entwicklerteam. Das heißt, Daybreak Game Company wird nun ein komplettes Facelifting bekommen. Unter anderem ist der Franchise Director Dave Georgeson, der für mich das Gesicht von EverQuest Next war, gerade weil er auch in den ganzen Videos so aufgetreten ist, dieser enthusiastische Mensch und der einen so richtig mitreißen konnte für dieses Spiel und einen so richtig begeistern konnte. Der ist jetzt weg. Und daneben leider auch noch der ein oder andere wichtige Mitarbeiter. Zum Beispiel der Creative Director Jeffrey Butler, der Producer Eric Smith, der Story Designer Steve Danusa,
und ich hoffe, ich spreche den richtig aus, und zwei Community-Mitarbeiter, unter anderem die Lead-Community, irgendwas? Community-Zuständige? Also Tiffany Spence und auf jeden Fall Linda Carlson, die den meisten Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen, wahrscheinlich auch Begriffe sind. Ja, allesamt keine sonderlich positiven Nachrichten. Ich habe noch am Anfang des Jahres gesagt, als ich die EcoNextcast angekündigt habe, dass die Entwickler irgendwann Informationen rausbringen müssen, damit ich die Videos auch tatsächlich weitermachen kann. Ich hatte zwar 7 Themen, die ich ohnehin machen konnte, ohne dass neue Informationen rauskommen, aber ich hatte halt neue gewollt, damit ich davon mehr Videos machen kann. Aber das meinte ich nun wirklich nicht mit neuen Informationen. Aktuell ist die Entwicklung des Spiels nämlich noch sehr, sehr unsicher. Zwar wurde betont von Ben Burnett beispielsweise auf Twitter, dass die Leute immer noch an EcoNext arbeiten und wir uns alle keine Sorgen machen müssen, weil das deren Leidenschaft ist und das ist es, was sie antreibt und die deswegen weitermachen. Aber es gab auch noch ein paar andere Nachrichten, wie zum Beispiel im offiziellen Forum von dem Entwickler FireRun, der gesagt hat, dass EverQuest Next und Landmark Spiele sind, die sehr große Pläne beinhalten und dass die Leute einfach mal ein bisschen Zeit geben sollen, damit die sich das Ganze neu organisieren können und ihren ganzen Zeitplan neu ordnen können. Am selben Tag hat er dann noch etwas geschrieben. Veränderung ist immer etwas Beängstigendes, aber das ist noch lange kein Weltuntergang. Dennoch werden sie garantiert nicht den Zeitplan einhalten können, den sie sich vorher gesteckt haben. Die müssen erstmal alles sichten, neue Leute finden und dann erstmal alles überdenken, was sie machen wollen. Die Richtung soll in etwa die gleiche sein, aber ich möchte hier nicht ausschließen, dass das nicht mal eine komplett andere wird, jetzt wo sich das Team einmal komplett auf den Kopf gestellt hat. Aber vielleicht irre ich mich ja, das Spiel wird fortgesetzt und die neue Richtung, die sie einschlagen, ist interessant. Wer weiß, kann ja immer noch sein. Und ich hoffe es inständig für das Spiel. Dennoch muss ich sagen, dass ich da ein ziemlich schlechtes Gefühl bei der Sache habe. Und wie die Entwickler eben auch verkündet haben, wird sich der Zeitplan des Spiels nach hinten verschieben. Vielleicht sogar deutlich. Das heißt für mich in letzter Konsequenz, dass ich den EcoNextcast erstmal pausieren werde. Es ist natürlich eine ziemlich unglückliche Entscheidung, weil es gerade mal 4 Ausgaben gab und ich mir da sehr viel mehr von versprochen hatte. Aber wenn da solche riesigen Dinge aufkommen in der Entwicklung, solche riesigen Veränderungen, dann muss man dem halt auch irgendwo Rechnung tragen und das Ganze erstmal pausieren und schauen, wie sich die Leute neu organisieren. Später kann ich das Thema ja immer noch wieder aufgreifen, wenn das Spiel dann mehr in Fahrt kommt und es wieder mehr Informationen darüber gibt. Aber ich muss auch sagen, Daybreak muss jetzt erstmal irgendetwas liefern, damit man sieht, wie es mit EcoNext weitergehen soll. Die Entlassungen deuten für mich einfach darauf hin, dass man mit der aktuellen Richtung nicht mehr zufrieden war und deshalb mit neuem Personal neue Impulse setzen wollte. Ich hoffe, dass ihnen das gelingt und ich bin mal gespannt, wie die neue Richtung aussehen wird. Wobei ich auch sagen muss, eigentlich gefiel mir die bisherige schon sehr gut. Wie ich mein Glück kenne, haben sie wahrscheinlich zwischen dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme und dem Zeitpunkt, wo es veröffentlicht wird, schon wieder neue Informationen rausgehauen und es gibt schon einen klaren Zeitplan und am Ende muss ich das wieder zurücknehmen, dass ich den pausiere und naja, das ist halt immer so, da kann man nichts machen. Zum Abschluss möchte ich aber nochmal auf etwas sehr Positives eingehen. Und zwar, dass Guild Wars 2 bzw. die Entwickler Arena Knight verkündet haben, dass jetzt 3 Jahre nach dem Release die erste Erweiterung mit Heart of Thorns veröffentlicht wird. Der Name ist ebenfalls ein wenig unglücklich, weil ich immer an Heart of Thrones denken muss. Und naja, das hat damit wahrscheinlich weniger zu tun. Heart of Thorns schickt die Spieler nämlich in den Maguma-Dschungel. Ich habe persönlich eher mit einer Region wie Elona gerechnet, aber der Dschungel ist halt etwas ganz anderes und etwas Neues. Es sieht einfach anders aus und daher kann ich schon verstehen, warum sie den gewählt haben. Das Interessante dabei ist, da es ein Dschungel ist, sieht das Leveldesign komplett anders aus. Wo man sonst eben hauptsächlich auf einer Ebene gelevelt hat, gehen die Entwickler hier ganz stark den Weg von vertikalem Leveldesign. Das heißt, man hat 3 verschiedene Ebenen, auf denen man in diesem Gebiet leveln kann. Man hat einmal den Kern, man hat die Wurzeln bzw. den Boden und das Blätterdach. Und ich möchte hier nochmal ausdrücklich auf die Ironie hinweisen, denn es gibt zwar vertikales Leveldesign, aber es gibt kein vertikales Leveln mehr. Denn das Maximallevel von, ich glaube, 80 im Moment, wird einfach beibehalten. Es gibt keine vertikale Progression mehr in der Hinsicht, man kann nicht Level 81 werden, man kann lediglich in die Breite leveln, sprich seinen Charakter weiter anpassen und weiter ausbauen. Besonders interessant für mich ist dabei die Idee mit dem Blätterdach.
Also neben der Idee, dass man ohnehin mal vertikale Level einbaut in einem MMO. Denn man muss ja irgendwie die Höhenunterschiede erstmal überwinden. Das wollen die Entwickler scheinbar mit Objekten in der Welt machen. Ich habe da zum Beispiel Pilze gesehen, auf die man draufspringen kann. Und dann schießen die einen quasi auf eine Ebene höher. Und wenn man dann ganz oben ist, muss man ja auch irgendwie auf dem Blätterdach sich fortbewegen können. Eine Möglichkeit, die ich bereits gesehen habe, sind dann Gleiter, die eben Teil dieser horizontalen Progression sind. Sprich, man kann, sagen wir, gewisse Punkte sammeln dann im Endgame statt leveln und kann sie dann in verschiedene Sachen einpacken, wie beispielsweise eben diesen Gleiter, wo man mehr Ausdauer bekommen kann, länger fliegen, bessere Flügel und was weiß ich noch. Das System haben sie noch nicht im Detail erklärt, daher möchte ich da jetzt auch nichts vorwegnehmen oder irgendwie darauf eingehen und dann irgendwas Falsches erzählen. Was ich sonst noch interessant finde, gerade bei dieser vertikalen Progression, wären weitere Bewegungsmöglichkeiten. Ich bin ohnehin ein Riesenfreund von Doppelsprüngen, Trippelsprüngen und all diesem Kram. Oder auch wie wär's mit dem Enterhaken, so einem Grappling Hook, den ja auch mehrere Spiele jetzt mittlerweile eingeführt haben. Ich finde es ziemlich nett, aber ich bin schon froh, dass sie wenigstens jetzt einen Gleiter einführen. Das ist auch ein schöner Anreiz, wieder im Endgame sich zu beteiligen. Aber ich hatte ja noch eine Ankündigung am Anfang des Videos angekündigt. Ankündigungception. Yay. Und zwar möchte ich weitere Videocasts ankündigen, und zwar den Guild Wars 2 Cast. Ich weiß jetzt nicht, ob das für irgendwen überraschend ist, wenn ich sowieso über Guild Wars 2 rede, aber auf jeden Fall GW 2 Cast gibt es demnächst. Ich hatte ja auf Facebook schon mal kurz angekündigt, dass ich eine Art Notfallplan habe für den Fall, dass es mit EverQuest Next eben nicht so weitergeht, wie ich das erhofft habe. Und ohne das jetzt despektierlich zu meinen, der GW 2 Cast ist quasi mein Notfallplan. Ich habe früher schon mal solche Sachen gemacht, solche Videocasts, vor fast 3 Jahren mittlerweile. Und entsprechend ist 2015 ein Jahr der Rückkehr. Denn ich habe 2015 wieder den Tesocast aufgegriffen und ich werde dann in ungefähr 1,5 Wochen, also am 3.3. die GW2-Cast wieder aufgreifen. Wie gesagt, ich habe die früher schon gemacht, aber mittlerweile sind die Themen da total veraltet und naja, alles, was ich da gemacht habe, auch sehr outdated, was die Informationen angeht. Daher habe ich sie auch irgendwann zwischenzeitlich offline gestellt, denn sie bringen wirklich niemandem etwas mehr. Es kann allerdings schon vorkommen, dass ich Themen, die ich früher schon mal hatte, erneut aufgreife, aber generell plane ich mit komplett neuen Inhalten. Ich finde diesen Rückgriff in der Hinsicht okay, weil ich die eher komplett neu recherchiere. Also es sind zwar derselbe Name, der da oben drauf stehen würde, aber ansonsten ist der Inhalt komplett unterschiedlich. Ohnehin plane ich bei den Themen so eine Mischung zu erreichen aus einerseits Grundlagen für neue Spieler des Spiels oder eben für Spieler, die seit Jahren nicht mehr gespielt haben und eben auf der anderen Seite Neuigkeiten aus der Erweiterung Heart of Thorns. Eben um da eine schöne Mischung drin zu haben. Das Intro bleibt dem alten sehr ähnlich. Ich hatte zwar erst überlegt, die neuen Trailer von Heart of Thorns eben einzubauen, aber schlussendlich gefiel mir das alte Intro schon sehr gut und ich habe es jetzt lediglich neu geschnitten und so ein bisschen überarbeitet, dass es jetzt moderner ist, also 1080p beispielsweise, besserer Ton, besser geschnitten, all diese Sachen eben. Nur neu. Wie eben bereits erwähnt, die erste Ausgabe vom neuen GW2-Cast soll am 3.3., also am 3. März diesen Jahres erscheinen. Und da bin ich mal gespannt, wie das so ankommt oder angenommen wird vor allem. Die Vorschaubilder, muss ich sagen, gefallen mir schon mal extrem gut. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass das die bisher besten Vorschaubilder sind, die ich je gemacht habe. Aber von jemandem, der beruflich mit Grafiken arbeitet, sollte man auch erwarten, dass er Grafiken bearbeiten kann. Und die dann auch vernünftig aussehen. Aber ich rede jetzt schon wieder viel zu lange und daher komme ich so langsam mal zum Ende. Wo ich so drüber nachdenke... Das ist schon wieder eine Woche, wo es 2 Videos von mir gab. Aber gewöhnt euch bitte nicht dran, denn in den nächsten Wochen habe ich so viel zu tun, dass ich das mit allergrößter Sicherheit nämlich nicht schaffen werde. Da wird es dann wieder bei 1 Video pro Woche bleiben. Ich glaube, das kann ich schaffen. Nächsten Dienstag geht es dann weiter mit einem Tesocast und eben die Woche darauf schon mit der ersten Ausgabe des neuen GW2-Casts und dann schauen wir mal weiter. Die Umstellung auf Buy-to-Play von Teso steht ja dann schon sehr nah ins Haus. Und jetzt bin ich auch wirklich am Ende. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.